Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Buried in Oblivion. Und es gab in der Zwischenzeit, ich denke mir mal, es ist schon eine Woche her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe, es gab so einige Updates dazwischen. Deswegen habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen zum nächsten Video. Denn die liebe Nisawa hat an diesem Mod noch gearbeitet. Und wie ihr seht, gibt es hier eine kleine Auflistung mit Dingen, die verändert wurden. Die möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und zwar eventuell hier, erkennt ihr noch diese Stelle da? Rechts ist irgendwo die liebe Lindsay und die war ja für mich im Let's Play nicht so sonderlich, sagen wir mal, auffällig findbar, sagen wir mal. Und da hat sich die liebe Nisawa dazu etwas einfach einfallen lassen, hat diese Bonbons mit einem Pfeil erstellt. So, außerdem hat sie den Dialog noch für meinen Mod ein bisschen angepasst. Commander Neon, good to see you again. What's the matter? Well, Nisawa told me to look for you. Tja, so sieht's nun mal aus. Fix Nummer 2 wäre das, was ich mir schon ja irgendwie im Let's Play gedacht habe. Ihr erkennt eventuell dieses Level noch, wo es diese unsichtbaren... Moment. Die Schüsse möchte ich trotzdem haben, auch wenn das überhaupt nichts bringt, weil ich gleich sowieso nochmal laden werde. Diese unsichtbaren Plattformen gab es hier ja, nur die haben ja zu nichts geführt. Und hat die liebe Nisawa sich da ein paar Punkte einfallen lassen und hat sie somit platziert, was das Secret so gesehen etwas sinnvoller macht. So, nächster Fitz. Fitz? Was ist ein Fitz? Okay, gut. Alles klar, X-Rack, alles klar. Dieses Level, das kennen wir ja bereits. Es ist dieses Pyramiden-Level, welches wir soeben noch gehabt haben. Aber es hat sich von Grund auf verändert und da ich mir... Ich erkläre es euch gleich. Ich werde hier jetzt aber trotzdem was anderes machen, weil ich der ganzen Sache hier nicht traue. Und zwar werde ich hier kurz einmal cheaten. Moment. So. Okay, genau so wollte ich das jetzt gestalten. Dieser kleine Zwischenschritt musste jetzt gemacht werden, weil ich so oft schon so einen Fix angetestet habe und er im Endeffekt dann durch die Save States oder irgendwas trotzdem nicht funktioniert hat. Wenn man aber sich von Haus aus so gesehen dahin cheatet, funktioniert das Ganze. Also wir gehen das Level hier einfach mal schnell durch, so schnell ich einfach kann, weil einfach auch dieses Backtracking hier nicht mehr vorhanden ist. Update werde ich hier einfach mal jetzt mal machen, so. Und wir sehen uns das Level hier von Grund auf ein bisschen an, und zwar ja. Und zwar ist hier schon oben die erste Veränderung. Es gibt hier den Schalter hier nicht. Hier wurden die Schüsse jetzt platziert. Hier ist noch wie immer der gelbe Key. So, tschüss. Du auch mal tschüss. Okay, hier geht die Tür auf. Hier wird ein Schalter jetzt betätigt und wir sehen hier schon die erste Veränderung. Hier gibt es etwas. Hier gibt es eine kleine Falltür. Boah, ich hätte eigentlich drauf losdackeln sollen. Und hier sieht das Ganze auch ein bisschen anders aus. Und das rote Ding hier, das schießt vorerst hier nicht einmal auf normal. Das ist auch ziemlich nice. Okay, blöder Ball. Wir lieben dich. Und ja, hier gibt es die nächste Veränderung. Man wird nicht gleich von so einem Pfeil erwischt, wenn man, hier unten ein bisschen rumdackelt. So, man muss den ganzen Weg jetzt hier nicht mehr von neu gehen, sondern hier öffnet man einfach eine Luke und schon geht's weiter. Skeppest wird umgebracht. Ich befinde mich gerade wieder in dieser Plattformpassage. So, und das nächste, was hier kommt, ist, dass man hier wieder runterfällt und man keinen langen Weg mehr zurück zum blauen Key hat. Also man musste sich ja durch das ganze Level quasi ja schon fast durchschlingeln, um jetzt überhaupt hier irgendwo hinzukommen. Ich speichere jetzt trotzdem mal ab. Wir sehen, dass das jede Menge an Zeit hier gerade spart. Und ja, mir ist während der Aufnahme zu dem letzten Video aufgefallen, dass ich diese Area hier absolut... Ich habe sie übersehen. Ich hab absolut gar nichts hier in dieser Hinsicht gemacht. Ihr habt das gar nicht gesehen. Naja, doch. Nee, gesehen habt ihr gar nichts. Aber hier in diesem kleinen Raum gab es am Ende beim grünen Pfeil... Killer. Da gab es... einen Schalter. Und da ich die Area so gesehen absolut ausgelassen habe, hat der Schalter anscheinend absolut keine Funktion gehabt. Und das hier wurde jetzt auch noch so gesehen in Ordnung gebracht.
Und es ist offiziell dort einfach gar nichts, außer ein paar Punkten, die man ja ruhig einsammeln kann und ein paar Schüsse. Ja, dich kennen wir auch noch. Boah, ich springe zu hoch. Ich und meine tollen Sprungkünste. Toll Deutsch, da nimmt man eine Woche nicht auf und man wird total irgendwie verbal analphabetisch. Ja, X-Weg-Logik. So. So, und wieder geht's mal hier hin. Was habe ich denn eigentlich jetzt überhaupt gemacht? Ach ja, genau, die Plattform. Die geht jetzt hier ganz nach oben. Boah! Ich wusste nicht einmal, dass das klappt. Das war jetzt absolut Lack, ne? So. Okay. Die ist auch da. Jetzt müsste es hier noch irgendwo eine zweite geben. Und ab jetzt geht es wieder in dieses tolle, tolle Tier-Level. Deswegen, boah, doch nicht hier. Hier. Speichern wir jetzt mal hier ab. Hier hat sich auch nichts verändert. Außer, dass es hier ein Secret gibt. Hier, links. Diese zwei Donuts. Und zu denen bin ich noch nicht gekommen. Aha. Aha. Oh. Was ist denn? Nee, ich gucke nur nach unten, ne? Also ich bewege mich nicht irgendwo. Ja, aber ich muss doch irgendwie hier raus. Wo bin ich denn jetzt? What the freak? Okay, cool. Alter, ich bin hier absolut... Das war cool jetzt gerade. Das war einsame Spitze. Momentchen mal, muss ich hier überhaupt noch irgendwas tun? Warte da mal, ich muss das ganz logisch jetzt mal hier mal mitverfolgen, ja? Was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Okay, hier komme ich wieder raus. Ich habe noch den gelben Key. Momentchen mal, ich speichere hier mal ab. Das war jetzt absolute Klasse. Das war jetzt neu für mich, denn ich wusste, dass hier ein neues Secret eingefügt worden ist. Diese Donuts. Ja, aber mehr, ja toll. Mehr habe ich nicht gewusst. Was habe ich... Wo muss ich... Moment. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt hat Nisa aber das Feuer in mir geweckt. Was? Ich versuche gerade hier etwas... Mein Gehirn arbeitet, das merkt man. Es arbeitet auf 180 und ich... Hier? Muss ich wieder hier zurück? Ich glaube... Okay. Jetzt muss ich hier ans Ende, ne? Nee. Nee. Ich muss trotzdem zurück nach unten ins Tal-Level, oder? Ich meine, laut Update machen wir das mal. Ich glaube, ich muss da trotzdem nach unten. Ja, toll, die Skype ist jetzt hier nach unten gefallen. Ach du Kacke. Okay, verstehe. Muss mich weiter hier hinten links halten. Hier gibt es eine kleine Veränderung. Wir sind jetzt hier in diesem Tal-Level, was absolut lustig ist. Boah, doch nicht! Ja, es gab es... Boah, nein! Ich bin so blöd! So, Bonbon. Diesen Schalter gibt es hier in diesem Bereich jetzt nicht. Der ist weiter hier links. Hier kommt gleich Skypest, will mich umbringen. Oh Gott! Zwei Skypests! Oh mein Gott! Nee, da ist... Da? Da oben ist sie! Da jetzt, du! Nein! Nein! Verpiss dich! Nein! Setz dich hin! Ich brauch kein Schwein! Okay! Okay! Ich dachte, jetzt mal ganz im Ernst, ich dachte, dass man sich dieses ganze untere Tal-Level durch dieses Secret jetzt ersparen könnte. Aber nee, man kann sich die Hälfte davon ersparen, aber man muss trotzdem hier irgendwie...
Boah! Nein! Boah! Okay. Alles klar. So! Okay. Alles klar. Alles klar. Nein! Schön, aber jetzt speichere ich ab. Ich habe einfach keine Lust mehr, weil ich habe das sowieso schon noch tausendmal gespielt. Gut, dass der Pfeil da oben nicht funktioniert sonst. Ja, komm! Okay. Ich speichere hier mal ab, aber jetzt müssten wir jetzt eigentlich wieder da sein, wo es weitergeht. Das Secret hat uns um die Hälfte so gesehen von dem... Oder? Nee. Nee, das ist übertrieben. Keine Hälfte oder so. Aber es hat uns ein bisschen weiter vorangebracht, was ziemlich cool ist. Also es war so ein richtiger cooler Wow-Effekt gerade. Oh. Was? Die Plattform da, die bewegt sich nicht. Was ist denn? Ich verstehe gerade nicht. Ach so. Habe ich? Ja. Du sei still. Das hole ich mir noch. So. Hier kommt die nächste Veränderung. Und zwar... Oder? Ne, ihr habt das jetzt nämlich nicht gesehen. Diesen Bereich da, in den sind wir jetzt durch das Secret nicht mehr gekommen. Das wäre jetzt dieser Bereich, wo man zu diesen Stangen kommt und sofort bei den Stacheln wäre. Und das hat man jetzt ersetzt mit so einer Stange und noch so einem kleinen Boden da mit Loch, damit man nicht sofort in den Tod springt und sofort davon irgendwie überrascht wird. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in dem Raum. Genau. Habe ich das vergessen? Und bin deswegen nicht mehr nach oben gekommen? Euer Ernst? Ich speichere jetzt hier ab. Ich habe keinen Bock mehr, den Weg hier die ganze Zeit rumzulaufen. Etwas vom Backtracking wurde ja so gesehen wirklich eliminiert. Aber gewisse Dinge, Passagen muss man trotzdem zurücklaufen. Aber ich finde das nicht mehr so schlimm oder so, weil... Das ist human. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit jetzt irgendwo hin. Aber es ist trotzdem... Ja, jetzt funktioniert's. Warum nicht gleich so? Blüm, blüm, blüm. Komm. Ja, du kackst doch immer irgendwo hin, ne? Ja, du möchtest auch kacken, ne? Deswegen bleibst doch immer stehen. So, und hier hat sich gar nichts an dem Secret hier irgendwie jetzt verändert, obwohl ich mir doch ein bisschen mehr hier gewünscht hätte. Ja gut, man wird hier dafür belohnt, dass man jetzt hier von A nach B gerannt ist, aber das ist jetzt auch irgendwie schon alles. Nein! Aber wie habe ich denn das... Habt ihr das beim letzten Part gesehen? Ich habe das irgendwie total cool, trickig gemacht und auf einmal geht's nicht. Brum, 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 brum. Okay, alles klar. Ich dachte, es wäre um mich. Wäre das so eine grüne Pfeilbox, wäre ich schon längst tot. Tjung, 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 paum, paum. Okay. Opa! Somehow I must have... Keine Ahnung. Irgendwas mit Construction Plans war da, oder? Ja, und ich möchte Kanadier sein. Ja. Wenn ich das durch, durch einen Cheat mache, lande ich wieder ganz, ganz vorne. Das ist so gesehen das Doofe an der ganzen Geschichte. Aber ja, sobald ich mir den Weg hier durchbanne, kann ich dann so gesehen wieder ganz normal spielen. Also... Ihr habt jetzt hier so ein bisschen was von dem bearbeiteten Level hier gesehen. Wen das jetzt nicht so richtig interessiert, der kann ja mal hier bei diesem Part aussetzen, wobei es sehr viel Sinn macht, ne, wenn ich das jetzt hier am Ende erwähne, statt am Anfang. Ja, das ist typisch X-Rack. So, dann gucken wir uns jetzt gleich mal hier im Nachbarlevel einfach mal um und überprüfen, was es hier so in dieser Desert Town zu sehen gibt. Moment. Secret, Secret, Secret. Nope.
Ja, wenn ich diese Würmchen sehe, dann ist alles irgendwie suspicious für mich, weil... So beginnen immer diese heftigen Secrets. Oh, oh, einer von denen ist doch alive. Ja, sag ich doch! Doch! Da ist doch... Nee? Okay. Okay. Eigentlich ist gar nichts okay, aber... Wow! Was ist denn mit dir? Ich lass mich jetzt mal hier durch. Was? Oh mein Gott! Nein, nicht du! Du bist doch... Da. Gott, weg! Bitte, mein Gott, die sind doch alle am Leben! Okay, Area 54 oder keine Ahnung. Was habe ich getan? Okay, nee, passt. Ich dachte, ich hätte geladen und... am rumbrüllen bin, ne? Oh Gott, jetzt da... Sei still! Boah! Ja, da springt sogar Hundi vom Wohnzimmer auf, weil nichts wissen, was Herrchen, Frauchen tut und warum rumschreien und so. Ja, da ist eine Plattform. Ich hab schon gemerkt, Tiki... Was ist jetzt hier? Boah, du bist auch am Leben. Was, du auch, ne? Ne, du nicht? Wow, ich bin entzückt. Da sind die nächsten Würmchen. Und Hundi sitzt auch hier im Zimmer nebenbei. Ich wusste... Jedes irgendwas ist hier total gefährlich. Die Plattform ist mir vor der Nase weggefahren. Na komm. Komm. Donut. 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 Ich werd fett. Linz. Okay. Super. Way south there's gear to help passing the polluted quarry pond. Polluted? Poisoned. Okay, das bedeutet, das Level ist eh ganz cool. Es ist... Oh, ich sterbe, oder? Moment, da war doch irgendwas oben. Oder? Da. Nee, Decke. Okay, zurück. Tschüss. Okay, das war nur so ein ganz kurzes Level, nur damit Lindsay uns sagt, wo was ist. Irgendwas südlich von hier, vermutlich hier oder irgendwo anders. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.